Im Laufe dieser Zeit war es mir stets ein Anliegen, Geschichten und Eindrücke aus dem Alltag der Menschen hier zu zeigen und das eigentliche China zu präsentieren. Dieses Jahr nun feiert die Kommunistische Partei Chinas ihr 100-jähriges Bestehen. Gleichzeitig ist das gesamte Land weiter auf dem Weg zur Verwirklichung des nationalen Wiederauflebens. Die Jugend in China ist schon seit langem die treibende Kraft für die rasante Entwicklung des Landes. Während meines Studiums in Shanghai und auch während meiner Zeit hier in Beijing hatte ich die Gelegenheit, fast alle Landesteile Chinas zu bereisen und habe so ein Bild davon erhalten, wie das Leben der jungen Menschen hier in China aussieht. Ich befinde mich hier auf dem Campus der Beida, der Peking-Universität, eine der führenden Universitäten des Landes. Die heutige Peking-Universität zog nach der Gründung der Volksrepublik China vom Roten Gebäude, einst Hauptcampus der Uni, auf das Gelände der früheren Yanjing-Universität. Viele Absolventen dieser Uni haben später in ihrem Berufsleben wichtige Positionen eingenommen und zur Entwicklung des Landes beigetragen. Schon vor mehr als 100 Jahren haben junge Menschen in China ihre Beiträge zum immensen Wandel des Landes geleistet. So hat zum Beispiel die Bewegung für eine neue Kultur und die Bewegung des 4. Mai damals viele junge Menschen in China vereint, um gemeinsam für die Zukunft des Landes einzutreten. Unter dem Einfluss der neuen Gedanken sind damals viele junge Leute ins Ausland gegangen, um dort zu studieren, neues Wissen und neue Kenntnisse zu erwerben. Als all diese jungen Leute dann nach ihrem Studium nach China zurückkehrten, begannen sie auf der politischen Bühne aufzutreten. Unter der Führung der Kommunistischen Partei Chinas haben am 9. Dezember 1935 Tausende von Studenten und Mittelschülern in Beijing demonstriert, um sich der japanischen Aggression in Nordchina zu widersetzen. Obwohl sie während des Massenprotests von Behörden und Polizei brutal unterdrückt wurden, gaben sie nicht auf. Die Protestbewegung wurde schließlich von Studenten im ganzen Land unterstützt. In vielen großen Städten wurden ähnliche Petitionen und Versammlungen organisiert. Ich befinde mich jetzt hier im Botanischen Garten von Beijing. Und obwohl es eine gute Jahreszeit ist, diesen wunderschönen Park näher zu erkunden, bin ich heute aus einem anderen, wichtigeren Grund hier. Wenn man ein bisschen durch den Botanischen Garten spaziert und schließlich das Tal der Kirschen nicht weit von hier erreicht, gelangt man auch an diesen Ort hier. Hier wurde 1980 ein großer Stein gefunden mit der Aufschrift „Verteidige Nordchina“. Stellte sich später heraus, dass dieser Stein von Studenten, die der Bewegung des 9. Dezember angehörten, hinterlassen wurde. 1985 wurde hier, nicht weit von diesem Stein entfernt, eine Gedenkstätte errichtet, um an dieser Studentenbewegung zu erinnern. Dieser Pavillon hier erinnert daran, dass zu der Zeit nach der Bewegung hier drei Sommerlager abgehalten wurden. Alle drei Pavillons zusammen bilden wiederum das dreidimensionale chinesische Schriftzeichen für Zhong, das auf Chinesisch so viel wie viele Menschen oder Menschenmenge bedeutet. Es repräsentiert zugleich die Einheit der Chinesen und die Fähigkeit, Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Hier auf diesen Tafeln werden verschiedene herausragende Persönlichkeiten der Bewegung gezeigt. Viele von ihnen wurden später zum Rückgrat der Kommunistischen Partei Chinas und der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Herr Huanghua zum Beispiel hier war Leiter der Studentenvereinigung der Yanjing-Universität und wurde später chinesischer Außenminister und widmete sein Leben dem diplomatischen Dienst des Landes. Heute bin ich hier
Der bekannte chinesische Denker Liang Zijiao hat vor über 100 Jahren in seinem Essay über das junge China geschrieben: Ist die Jugend gesund, ist auch China gesund. Ist die Jugend reich, ist auch China reich. Und ist die Jugend stark, ist auch China stark. Wie nun Präsident Xi Jinping bei der Versammlung zur Feier des 100-jährigen Bestehens der Partei sagte, hat vor 100 Jahren eine Gruppe von fortschrittlichen jungen Menschen die Fackel des Marxismus hochgehalten und in jenen dunklen Jahren unermüdlich nach Wegen für den Wiederaufstieg der chinesischen Nation gesucht. Seitdem haben Generationen von jungen Chinesen unter der Fahne der Kommunistischen Partei Chinas ihre Jugend der Sache der Partei und des Volkes gewidmet und sind zu Vorkämpfern für den Wiederaufstieg der chinesischen Nation geworden. Auch in der neuen Ära macht es sich die chinesische Jugend zur Aufgabe, zum Wiederaufstieg der chinesischen Nation beizutragen.